Schnuckis, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Diamond Painting Tagebuchteil. Wir haben Samstag, sei schon Sonntagabend. Ich habe heute die neue Osterware veröffentlicht. Es geht hier so krass ab. Der ganze Shop wird bombardiert. Also wir werden nächste Woche so viel zu tun haben. Also wir werden ja gar nicht morgen alles schaffen. Wir werden die ganze Woche mit Packen beschäftigt sein. Yay! Mega! Ich freue mich. Also Ostern scheint noch nicht zu früh zu sein. So wie ihr es feiert, kann das Ganze gar nicht früh genug anfangen. Aber ich weiß, ich habe letztes Jahr auch schon im August mit Weihnachten angefangen. Und das kam eigentlich auch ganz gut bei euch an. Wichtig. Nee, wichtig nicht. Moment, mal erstmal das Intro. Schnick, schnack, schnick, schnack. Bevor ich jetzt irgendetwas anderes anfange, kümmere ich mich um die versprochenen Sommerwichtel. Die werde ich jetzt direkt painten und da lasse ich mich jetzt auch nicht mehr von abbringen. Noch eine andere Sache. Ist euch aufgefallen, wie krass es gerade hier auf YouTube abgeht? Das ist der Wahnsinn. Ich habe ja jetzt angefangen, regelmäßig Shorts zu posten, beziehungsweise eben auch den gleichen Content, den ich auf allen anderen Plattformen poste. Und es geht hier so durch die Decke. Das eine Video hat über 300.000 Views. Ich krieg so krass viele Follower, das ist unfassbar. Bei dem Video sehe ich es jetzt noch nicht, also da gucken nicht mehr Leute. Aber wahrscheinlich, weil das eben so lange Videos sind und wenn die Leute sich bei den Shorts aufhalten, sind die wahrscheinlich auch bloß in den Shorts-Videos drin. Und verirren sich dann hoffentlich später irgendwann mal auf den Kanal oder abonnieren alle die Glocke. Denn wenn ich jetzt diesen Tagebuchteil poste, beziehungsweise den letzten gepostet habe, das sehe ich ja jetzt noch nicht so großartig, ob da viel abgeht, dann kriegen die ja die Benachrichtigung, dass ein neues Video online ist. Und vielleicht gucken dann auch ganz viele neue Leute, die meinen Kanal jetzt entdeckt haben, auch meine Tagebuchteile. Das würde ich mega feiern. Ja, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Also richtig geil. Also YouTube Shorts, YouTube gönnt richtig. Und das Geile ist ja, wenn YouTube so gönnt, und so viele neue Follower dazu kommen, dann gucken die auch auf Insta vorbei und auf TikTok und so. Und ja, ich habe mich ja sonst nicht so um die Viewzahlen gekümmert oder ist mir eigentlich scheißegal. Aber wenn es mal so kracht, dann fällt das natürlich schon auf. So, Sommerwichtel. Also hier haben wir einmal einen mit dem Surfbrett, einen mit dem Eis und der Melone. Hier lecker Zitrone am Hut. Melone und so. Super niedlich. Die werde ich jetzt mal ausprobieren. Und ja, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, ne? Ich schnappe mir mal gleich ein und dann paint ich den mal. Fertig. Also, die Sommerwichtel sind fertig gepaintet, aber noch nicht ganz, denn ich habe tatsächlich zwei Fehler festgestellt. Gut, dass ich die noch nicht im Shop habe. Das hätte Ärger gegeben von euch. Und zwar, zu einem ist mir aufgefallen, dass in der einen Tüte bei Blau zwei Farbtöne drin sind. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier ist Blau und hier ist, ja, so ganz helles, helles Hellblau. Das fällt dem geschulten Painter-Auge natürlich sofort auf. Wobei ich finde es auf der Mütze jetzt gar nicht so schlimm, weil, ja, das ist, könnte auch so gewollt sein. Wenn man jetzt einfach draufsetzt und ich wüsste, okay, dass da unter den Steinen immer die gleiche Zahl stand, dann würde man das als Laie oder beziehungsweise jemand, der den selber nicht gepaintet hat, nicht merken. Aber ich merke sowas. Und eine Sache ist mir noch aufgefallen, und zwar haben wir hier von Stein Nummer 10, diesem grünen Tropfen, nur eine Größe. Und nun weiß ich nicht, ob das so sollte, dass quasi es zwei verschiedene Größen geben sollte. Glaube ich nämlich nicht, weil wir haben nämlich alles hier die 10. Deswegen gehe ich davon aus, dass einfach die Tropfen zu groß geschickt wurden und eigentlich hier kleinere Tropfen sein müssten und auch da kleine raufgeklebt werden. Denn die passen hier nicht mehr rauf. Wenn ich die hier komplett im Kreis draufkleben würde, dann geht das alles symmetrisch nicht mehr auf und es ist alles viel zu eng und da müsste man noch so einen silbernen Stein wegnehmen, damit alles passt.
Das soll wohl, glaube ich, nicht so sein. Das heißt, da muss ich nochmal nacharbeiten und nochmal die passenden Steine ordern, bevor ich die online stellen kann. Finde ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm. Also es ist zwar ärgerlich für mich, jetzt wieder dahinterher zu rennen, aber ich finde es jetzt nicht so schlimm, weil es sind ja eh Sommerwichtel und ich wollte ja eh noch ein bisschen warten, bevor ich die online stelle. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich sie vorab dann irgendwie doch nochmal in die Finger gekriegt habe und getestet habe. Wie gesagt, ich schaffe es ja nicht bei jedem Produkt, aber solche Fehler schleichen sich halt leider ein. So, aber, oh, hier ist noch einer daneben gefallen. Zuckersüß, oder? Ich finde die richtig, richtig hübsch. Schöne kleine Sommerwichtel. Ach, muss ich nachher rausholen. Richtig niedlich, richtig hübsch. Und wenn dann die passenden Steine da sind und wir dann wahrscheinlich schon ein paar Wochen weiter sind, dann werden die auch irgendwann online kommen. Aber ich lasse mir damit noch Zeit. Wir haben ja jetzt noch nicht mal Ostern und ich habe schon die Ostersachen drin. So, gut. Ansonsten gucke ich mal, wie sich der Tag so weiter gestaltet hier heute. So, ein kleiner Zwischenbrick mal von zu Hause aus. Die Mädels sind hier eifrig am Painten. Haben wir uns da die Hasenanhänger ausgesucht, ja. Mäuse? Ja. Ja? Und den macht Lotti. Warte mal, da komme ich gerade so schlecht dran. Zeig uns den mal. Puschel? Magst du mir den mal zeigen? Hier in die Kamera? Was gefällt dir daran besonders gut? Mama. Hast nichts zu sagen? Ja? Mir gefällt am besten das Weiße. Das Weiße? Und es glitzert so schön, ne? Und ist dir da einer daneben gefallen? Guck mal. Upsi. Ja, kannst du nach oben schieben sonst. Schieb einfach oben zu der Eins. Ja, da gibt es noch weitere. Die kann ich euch auch mal zeigen. Ich switch hier mal einmal über den Tisch rüber. Das ist eins von den neuen Ostersets. Und da sind auch 5 Anhänger drin. Das habe ich euch noch gar nicht so richtig vorgestellt. Deswegen nutze ich jetzt gleich mal hier die Chance. Wenn sie denn rauskommen. So, jetzt habe ich es. Hier ist ein bisschen mehr Licht. So, da haben wir die Hasen. Auch super niedlich. Hasis mit Ostereiern. Und wir haben noch ein Set, das könnt ihr euch auch gleich nochmal auspacken. Was sind das, Emma? Das sind Hasen. Hasen, richtig. Wartet mal, mit einer Hand ist schlecht. Wenn wir die Osterhasen anhängen könnten, dann hätten wir lieber den Tannenbaum noch übrig. Dann hätten wir die noch an den Tannenbaum hängen sollen. Mama. Aber wir können uns doch Ostersträucher dann holen. Und Fositio und sowas. Schöne Zweige und da können wir die dranhängen. Ist auch eine gute Idee, ne? Ja. So. Mama? Ja. Ups. Du redest mal was rein. Ja. Was willst du denn reinreden? Menschen, dieser Hase ist wirklich cool gepaintet. Und wollt ihr mal die kleinen weißen Kügelchen sehen? Wow. Du bist ja schon ein richtiger Profi. Das war hier nicht eingeübt oder so, Hase. Also ich glaube, hier haben wir schon die nächste Diamond Painting Influencerin. Boah, sehr schön, du bist aber schnell. Mama, gelb, die vier. Ja, warte, machen wir sofort. Du kannst ja selber schon mal aufschneiden. Und hier zeige ich mal ganz kurz die anderen Häschen. Das sind diese. Die sind ein bisschen größer als die anderen oder deutlich größer. Mal ganz kurz so zum Vergleich. Ne? Die sind richtig schön riesig. Auch, die werden von beiden Seiten bepainted, die anderen auch. Guck mal, der ist am allergrößten. Sieht der ein bisschen aus wie ein Pikachu? Ja, der sieht oder? Aus. Ein bisschen hat die Ähnlichkeit mit Pikachu. Guck mal hier, das ist ein Osterhase. Ah. Der möchte gern Ostereier verstecken. Ja, sehr gut. Die anderen. Sehr gut. Ja, das sind die Sets und wenn ihr die nochmal genauer sehen wollt, dann guckt ihr am besten direkt im Shop vorbei. Dann seht ihr die nochmal komplett unbewegt und unbezappelt. Sehr schön. Danke, Mädels. Guck mal, wir haben hier schon einen Hasen fertig. Lotti hat ihren ersten Hasen fertig gepaintet. Stark. Richtig cool sieht er aus. Guck mal, wie die weiße. Wir könnten noch mal. Du musst die mal weiter runterhalten, sonst kriege ich die nicht drauf. Ich könnte noch mal vorbeigucken und ob euch das auch noch gefällt. Wie süß, sie hat ja jetzt schon perfekte Verkaufstalente. Und du, Emmy? Bist du schon fast fertig? Also, hier, guck mal, der Hase ist schon fast fertig. Hier, glaube ich, ist fast noch gar nicht fertig. Aber ich arbeite da ganz schön. Der andere Hase mache ich noch. Okay, cool. Schön. Macht Spaß, ne? Diamond Painting macht Spaß. Ja, wir lieben Diamond Painting. Yay! Und das Diamond Painting macht richtig Spaß. Guck doch mal.
dann lieber vorbei und nehmt euch einen davon. Das haben wir hier überhaupt nicht besprochen und über sowas haben wir auch noch nie geredet. Und ihr macht guck mal, hier ist ein Puschelstift. Ihr macht es einfach von euch aus, das ist so krass. Hier ist ein Puschelstift. Wollt ihr auch so einen, dann kommt diese uns. Emma, das haben doch schon alle. Den Stift haben doch schon alle. So viele, wie ich schon verkauft habe. Der ist doch schon alt. Ja, den haben wir schon so lange im Shop, ne? Aber die Anhänger sind neu. So. Wollt ihr davon auch noch einen kaufen? Dann kommt bei uns vorbei. So, und jetzt machen wir die Verkaufsshow aus. Guck mal, und hier, der Hase sieht so hübsch aus. Guck mal, das sieht so aus wie ein echtes Ei, das man essen kann. Ehrlich? Ja. Zum Reinbeißen, würde die Mama da sagen. Nein, das ist nicht im Mund. So, okay, Ende aus. Die Mädels sind mittlerweile im Bett und ich werde jetzt weiter painten. Wie süß war das bitte heute Nachmittag? Also, nichts war abgesprochen. Ich habe einfach gesagt, Mädels, darf ich mitfilmen? Ist das für euch in Ordnung? Ja, Mama, mach mal. Und dann habe ich eben gezeigt, wie sie painten. Und was sie da alles so vor sich hingeschnattert haben, kam alles von sich aus. Und es wundert mich so sehr, weil A, sie sehen meine Videos nicht. Und B, sie haben mich auch noch nicht live in Action gesehen. Also weder in der Halle beim Film, noch hier am Schreibtisch. Wenn ich hier sitze und quatsche, dann sind sie meistens schon im Bett, wobei doch ab und zu mal, wenn sie mitzusehen, zu sehen sind in der Story oder wenn ich für die gefriergetrockneten Früchte Videos drehe, dann sind sie schon mit dabei, aber sie haben ja hier richtig, richtig geil Werbung gemacht. Also ich würde sagen, Naturtalente, hier haben wir schon mal die nächsten Diamond Painting Influencer am Start. Richtig süß. Also habe ich total gefeiert. Ich freue mich jetzt schon, wenn ich dieses Video schneide und mir das alles nochmal angucke und anhöre. Also Zucker, wirklich. So, wie geht's weiter? Ich werde jetzt den Otter weiter painten. Und ihr habt ja eigentlich schon gesehen, ich bin schon ziemlich weit. Ich muss oben noch den Rand machen. Das mache ich jetzt weiter. Das könnt ihr im Zeitraffer einmal alles mit angucken. Und dann bin ich gespannt, was die Woche alles so abgeht, was in der Halle passiert und so. Ich bin schon richtig aufgeregt, ob noch Ware ankommt. Ich warte ja noch auf die Steinchenkoffer. Die sind aktuell ausverkauft. Da kriege ich nochmal Nachschub. Und ich warte auch auf die Wachstifte Deluxe. Die kommen auch nochmal nach. Und ich warte auf Ergo Black und auf so viele Produkte und auch neue Produkte natürlich. Und kann es kaum erwarten. Also ich... So genial gerade. Es ist wirklich, es macht immer Spaß, aber jetzt ist gerade so richtig, boah, wenn du weißt, es kommt ganz viel Ware an und so, feier ich. Gut. Oh Gott, ich bin schon so müde. Obwohl ich doch painten will. Ja, Entschuldigung. Also ich ziehe jetzt durch und ich wünsche euch viel Spaß beim Zeitraffer. Schnuckis, vielleicht habt ihr meine Sauerei schon in einigen Videos gesehen. Tini, was hast du da bloß angestellt? Ja, was soll ich euch sagen? Die Leinwand, die konnte ich ja eh nicht mehr gebrauchen. Das war ein angebrochenes Set und ich wollte einfach mal was ausprobieren. Und ehrlich gesagt, ich habe es auch in einem anderen TikTok gesehen und habe gedacht so, ach, irgendwie möchte ich auch mal wissen, wie sich das anfühlt. Erst habe ich gedacht, mein Herz blutet, aber jetzt, wo ich hier dran sitze und das so begutachte und betrachte, ist mir was eingefallen. Und zwar, ich habe zu Hause noch eine große Kiste Reststeine und ich werde jetzt die ganzen Reststeine auch noch auf diese Leinwand kippen, die komplett ausfüllen und dann nenne ich dieses Kunstwerk einfach meine gepainteten Werke. Also die Steine, die ich habe, sind ja alles Reststeine von den ganzen Projekten, die ich schon gemacht habe. Und die alle zu einem Projekt zusammenzufassen, ist doch eine richtig geile Idee. Ich weiß, ihr könnt das so einfach nicht machen, weil ihr habt jetzt nicht einfach so eine Leinwand übrig, die ihr so verramschen könnt in dem Sinne. Aber ich habe gerade irgendwie so ein Bauchgefühl, dass ich aus dieser Sauerei noch richtig Kunst mache. Das ist, also es ist irgendwie richtig cool, so, weil die Steine liegen kunterbunt und die halten ja auch. Also ich muss sie noch richtig festklopfen und dann auch mal rüberrollern. Aber die meisten halten ja schon, so ein paar fallen jetzt noch runter.
Das sieht einfach nur genial aus. Also so ein bisschen so die Optik von früher, wenn der Fernseher ausgefallen ist. Dieses Grisselbild. Feier ich. Also vielleicht ist diese Leinwand nicht ganz umsonst gestorben, sondern hat noch einen guten Zweck. Und zwar sieht er nochmal irgendwie gut aus. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde das machen. Ich werde auf jeden Fall die Tage jetzt noch meine Steine mit herholen in die Halle. Und dann knalle ich die da auch noch mit drauf und zeige euch das auch nochmal, wie das aussieht. Also bis jetzt feiere ich das gerade mega. Also richtig, richtig cool. Jawohl, Schnuckis. Dann würde ich sagen, lasst uns mal so langsam in den Endspurt starten. Ich habe hier oben ja letztens weitergemacht. Und ja, da sind so ein paar kleine fusselige Stellen noch, die noch aufgefüllt werden müssen. Und dann geht's hier rüber und da weiter. Und dann bin ich schon fertig. Also ich glaube, dass ich definitiv nächste Woche fertig sein werde. Da habe ich eigentlich gar keinen Zweifel dran. Und ja, wer weiß, was sich dann noch die Woche so ergibt und nächste Woche. Vielleicht kommt da noch ein neues Bild, was ich vielleicht sofort weiterpinden muss. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, ich freue mich total, dass Drache Fussel in der Halle liegt und ich da auch immer zwischendurch mal ein bisschen weitermachen kann. Das ist so toll, das Bild. Das ist so toll. Für den Fall, dass es jetzt ausverkauft sein sollte, das kann nämlich sehr gut möglich sein, dann keine Panik, ich bestelle das Bild auf jeden Fall nochmal nach. Allerdings weiß ich noch nicht, ob ich es nochmal mit Strasssteinen bestelle oder mit runden oder Knoten der Zunge oder wahlweise mit eckigen Steinen. Das lasse ich mir nochmal durch den Kopf gehen und ihr wisst, dann dauert es wieder ein paar Wochen, bis das Ganze produziert ist und geliefert wird. Aber dass ihr schon mal wisst, Fussel kommt auf jeden Fall wieder rein. So, gab es sonst noch irgendwas? Nö, nix, was ich jetzt nochmal dringend loswerden muss. Gut, deswegen schmeiße ich gleich direkt den Zeitraffer an und ja, mal gucken. Fertig werde ich heute nicht. Nein, 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 aber mal gucken, wie weit ich komme und wie wenig wir da noch haben. Nächster Tag und hier habe ich die Steine mitgenommen und die werde ich jetzt hier noch auf der kompletten Leinwand verteilen. Ich weiß noch nicht genau, ob ich euch da jetzt mitnehmen kann, wenn ich das so drüber kippe, ob ich da jetzt mitfilmen kann. Vielleicht mal hier unten so eine kleine Ecke oder so. Ansonsten brauche ich nämlich das Videomaterial für Hochkantformat für TikTok und für Insta. Und da muss ich die Kamera mal anders halten und das ist dann nicht so einfach. Ja, Hammer. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt, wie das nachher aussieht. Ob das einfach nur Quatschi-Quatsch ist oder ob das irgendwie klar geht. Ja, zeige ich euch auf jeden Fall gleich. Ansonsten ist hier noch nicht viel passiert. Nö, eigentlich gar nichts die Woche. Nichts Neues, keine großartige neue Ware. Es kommt wahrscheinlich alles nächste Woche. Ärgert mich, ich warte noch auf so viele Sachen. Da sollen noch die Koffer ankommen und Ergo Black kommt noch an und ach, die Mappen. Natürlich, wo bleiben die Mappen? Auf die warte ich schon händeringend. Ja, naja, hoffen wir mal auf nächste Woche, da geht dann hoffentlich einiges ab. Guti, jetzt habe ich schon gesagt, mache ich das hier erstmal und dann zeige ich euch das Ergebnis. Na, ich habe das jetzt so gemacht, dass ich doch mitfilmen kann, also immer mal ganz kurz so Zwischenfunke und das Zwischenergebnis zeige. Also in diese Ecke habe ich jetzt die bunten Steinchen gekippt und es fühlt sich einfach mega an. Ah, so geil. Und jetzt verteile ich das Ganze richtig schön bis an den Kleberand, bis in die letzte Ecke und dann gebe ich die nächsten Steine aus. Ich bin sowas von begeistert. Das ist jetzt schon so, so, so cool. Und jetzt habe ich echt überlegt, wie geil wäre das gewesen, wenn man in der Mitte ein Herz gelegt hätte. Kann ja auch kunterbunt sein, aber eins, was schon wirklich fest zu sehen ist mit bunten Steinen. Und dann das Gekrisselte drumherum. Und das ist wirklich, das hält so gut. Also ich muss das noch alles ein bisschen festklopfen. Das, was jetzt runterfällt, sind noch einzelne Steine, die dazwischen sind. Aber ich glaube, das wird so geil aussehen. Das wird ein richtiges Kunstwerk. Kann ich versteigern für viel Geld. Es ist wirklich, es ist Hammer. Es macht auch richtig Spaß. Und ich hoffe, dass meine Steine reichen werden. Aber wird schon.
Achso, wir können ja diese Ecke jetzt einmal hier so rüberkippen. Pass mal auf. Ich mache das jetzt mal hier auf die Stelle, wo schon was liegt. Und dann schüttle ich das immer so ein bisschen drauf. Das schon mal so quasi das auf die Klebeleinwand fällt. Mit einer Hand ist jetzt auch ein bisschen schwierig. Dann verteilt sich das alles ein bisschen gleichmäßiger. Wisst ihr? Ach, ist bestimmt total furchtbar, diese Kameraperspektive für euch. So wirr. Warte mal. Mal drehen. Und nochmal von der Seite. Ach so, ich habe ja auch noch den Fokus so dicht an. Dann könnt ihr natürlich gar nichts sehen. Oh Mann. Ja, naja, im Prinzip habt ihr bestimmt verstanden und ich mache das jetzt fertig und dann kriegt ihr gleich das Endergebnis. Was macht man, wenn man keinen Hammer zur Hand hat? Dann nimmt man sich eine Vase. Ich habe eigentlich einen Gummihammer mitnehmen wollen, aber der liegt bei uns im Flur zu Hause. Den habe ich vergessen. Und ich will das jetzt aber festmachen, weil ich überlege, das dann auch gleich nochmal zu versiegeln. Und deswegen haue ich das jetzt hier alles schön mit einer Vase fest. Und das ist überhaupt gar nicht laut. Muss noch fester geklopft werden auf jeden Fall. Aber guck mal, es ist wirklich schon... Naja, ein bisschen was fällt raus, klar. Das ist alles, das muss abgeschüttelt werden. Aber das hält so, so gut. Und ich finde, das sieht auch irgendwie richtig cool aus. In der Mitte sieht man halt eben noch den Muffin, den ich zuerst quasi mit den Muffinsteinen da geworfen habe. Und dann der restliche Krissel drumherum. Und ich nenne dieses Werk meine Diamond Painting Werke von 2020 bis 2022. Meine vergangenen letzten 2 Jahre, alle Projekte auf einen Blick. Ja, ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Nee, ich glaube nicht. Ich finde es richtig, richtig cool. Und vielleicht fühlt sich der eine oder andere von euch animiert, das auch einmal nachzumachen. Und manchmal hat man ja auch irgend so eine Kackleinwand, irgend so eine, die man mal gekauft hat, ein Bild, was einem gar nicht mehr gefällt. Dann habe ich jetzt eine Idee für euch, was ihr damit anstellen könnt mit der alten Leinwand. Also, richtig, richtig cool. Ich feiere es. So, jetzt wird der ganze Spaß noch versiegelt. Und ich weiß noch nicht, ob das funktionieren wird, ob das gut klappt, jetzt mit dem Pinsel über diese Steine rüber zu wuscheln. Ich hoffe es einfach mal. Ich habe auf jeden Fall jetzt alles schön festgeklopft. Natürlich fällt hier und da noch ein Stein runter, das ist doch ganz klar. Aber trotzdem muss ich sagen, hält das richtig gut. Und ja, gucken wir mal, ob es noch besser hält, wenn wir da jetzt einmal ordentlich Baufahn draufknallen. Baufahn Latex Bindemittel bekommt ihr im Baumarkt. Wichtig ist, ihr müsst gucken, dass er transparent auftrocknet. Das steht immer auf dem Döschen mit drauf, ne? Dass ihr das unbedingt beachtet. Und was noch wichtig ist, unbedingt vorher umrühren. So, jetzt hätte ich natürlich gerne etwas Längeres, damit man richtig gut umrühren kann. Habe ich jetzt aber nicht. Deswegen machen wir das mal hier oben. Ich hoffe, dass das reicht. Und ja, dann gucken wir mal. Ich setze einfach mal hier unten an. Ich glaube, es ist besser, wenn ich das raufkippe vielleicht auch. Und dann verteile. Oder man das jetzt einfach bloß so dick fett drauf schichtet. Das ist, glaube ich, mit am besten. Damit das so richtig schön in jede Rille reingeht. Ja, ich mache Tupftechnik. Vielleicht ändere ich gleich nochmal meine Meinung. Aber ich glaube, die Technik ist... am effektivsten. Gott, bin ich gespannt, wie das fertig aussieht, Leute. Bin ich gespannt. Ich habe hier richtig raufgeschlonzt. Alles voll. Ich habe hier fast die halbe Dose verbraucht. Aber was muss, das muss. Es soll ja auch alles schön halten. Also ihr seht, es ist richtig schön ertränkt. Und das Ganze lasse ich jetzt ordentlich trocken. Fenster ist auch schon auf. Also wirklich, Leute, wichtig. Immer mit Frischluft, ne? Nicht, dass hier noch irgendeiner erstickt hier an so einem Latexbindemittel. Und ja, das fertige Ergebnis zeige ich euch dann später hier noch in dem Video. Oh, was ein geiler Tagebuchteil, ey. Da freue ich mich schon richtig drauf. Schnuckis, look at dieses wundervolle Experiment. Ist immer noch nicht getrocknet. Wir sind mittlerweile schon am nächsten Tag und das liegt hier seit 24 Stunden und hier ist immer noch ein flüssiger Kern, so würde ich es vielleicht nennen. Denn hier am Rand ist schon alles
ja, relativ trocken. Und das in der Mitte muss noch ordentlich durchziehen. Aber mein Plan ist aufgegangen. Also, guckt mal, das klebt hier bombenfest. Also ich will jetzt noch nicht so lange dran rumrütteln, aber da fällt nichts mehr runter. Und das hat doch was. Das hat doch was. Ich weiß, jetzt sagt ihr vielleicht so, hey, sag mal, hat die Tomaten auf der Augen? Das sieht doch scheiße aus. Ich mag's. Ich mag es wirklich. Vielleicht gefällt mir der Fleck noch nicht so ganz so gut in der Mitte. Vielleicht hätte es auch alles bunt sein müssen. Oder wie gesagt, die Idee mit dem Herzchen in der Mitte, die wäre, glaube ich, auch ziemlich cool gewesen. Aber ich feiere das total. Also das nenne ich Kunst. Von Weitem denkst du, und von Dichten denkst du, wow, aha, so. Ja, also mega, mega geil. Wenn das richtig durchgetrocknet ist und ich das irgendwann mal in einem Bilderrahmen habe, dann zeige ich euch das Ganze nochmal. Also ich glaube, das muss auch einen Platz bekommen. Das muss aufgehangen werden. Vielleicht da so zwischen den Türen? Ja, da könnte das vielleicht ganz gut aussehen. Und ja, also ich mag's. So, jetzt habe ich noch eine Ankündigung. Es wird noch ein neues Bild geben. Eventuell, vielleicht ist es heute schon online. Wenn nicht, dann nächste Woche. Ich weiß noch nicht, wie ich mich so entscheide. Also kurz zur zeitlichen Einordnung. Heute ist Freitag. Ich werde auch morgen weiterarbeiten. Die Mäuse haben Oma-Opa-Wochenende. Das heißt, man muss eh arbeiten. Ich kann mich hier wieder schön in die Halle verziehen und weiter packen. Und vielleicht komme ich dann auf den einen oder anderen dummen Gedanken und fange hier schon mal an, das neue Bild zu lauschen. Das kann passieren, dass ihr das dann alles schon wisst. Wenn nicht, dann hatte ich keine Zeit, war zu faul, hatte keinen Bock oder weiß der Geier, was dann dazwischen gekommen ist. Dann wird das irgendwie Anfang, Mitte nächster Woche passieren. Und dann kriegt ihr wieder ein neues Bild serviert. Ja, da freue ich mich schon drauf. Das ist ein super schönes Motiv und eventuell könnte es sein, dass das auch direkt bei mir auf dem Schreibtisch landet. Ja. Ich weiß, du wolltest doch was anderes painten. Du hast doch noch so viele andere Favoriten. Warum denn jetzt das Neue? Weil mich das gerade so catcht. So, Schnuckis, in diesem Sinne würde ich den Tagebuchteil auch jetzt direkt aus der Halle beenden. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, liken, kommentieren, bringt Support, Reichweite, Sichtbarkeit, würde ich mich sehr drüber freuen. Und guckt auch gerne bei den Shorts vorbei. YouTube hat ja jetzt diese Shorts-Funktion, da habt ihr ja diese kleinen Kurzvideos, genauso wie auf allen anderen Kanälen. Also wenn ihr mich bis jetzt nur hier auf YouTube konsumiert habt, dann kriegt ihr mich jetzt auch in Shorts-Form hier auch nochmal. Ja, und ansonsten, wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, guckt gerne auf Instagram vorbei, auf TikTok und auf Facebook, da findet ihr mich auch überall. Und wenn ihr gerne in meinem Shop schnückern möchtet, dann tippt ihr einfach www.tinischnickschnack.de in den Browser oder bei Google rein, was auch immer. So, ihr Lieben, in diesem Sinne, habt viel Spaß mit euren Bildern, seid schon lieb zueinander, ich sag tschüss.